Hey, yo Leute, Crymax hier und heute werde ich euch einen extrem lustigen neuen Animations-Glitch zeigen, mit dem man eben so über die Maps sliden kann, wie man es jetzt schon im Hintergrund sehen kann. Und das Ganze sieht einfach so aus, als würde man auf einem Skateboard fahren und wenn man dann eben noch die richtigen Stellen trifft, dann kann man mit diesem Glitch sogar fliegen. Und wie dieser extrem geile und lustige neue Glitch funktioniert, das seht ihr jetzt. Alles, was ihr für diesen Glitch benötigt, ist einen Zug, mit dem ihr diesen Glitch durchführen könnt. Und zufälligerweise fährt jetzt bei mir auch schon einer im Hintergrund vorbei. Auf diesen springt ihr jetzt einfach kurz drauf und jetzt lauft ihr ans Ende des Zuges. Also kann ich euch empfehlen, man kann das natürlich auch weiter vorne machen, aber ich empfehle euch, ans Ende des Zuges zu laufen, weil es dann bei mir zumindest besser funktioniert hat. Ich habe diesen Glitch ein paar Mal gemacht und ich habe gemerkt, wenn man dann eben ans Ende des Zuges läuft, dann funktioniert der Glitch dann auch später besser. Aber wie gesagt, jetzt begebt ihr euch erstmal an das Ende des Zuges und dann sucht ihr euch eben so einen Waggon, in dem man eben reingehen kann, also diese ausgehöhlten Waggons, die eben leer sind, und wenn ihr dann in so einem drin seid, ziemlich am Ende, dann lehnt ihr euch einfach an diese Wand an, also in diesen Waggons drückt ihr dann einfach R1 auf der PlayStation und auf der Xbox eben auch diese Taste, mit dem man sich da eben anlehnen kann, und wenn ihr dann hier an dieser Seite angelehnt seid, dann müsst ihr einfach nur noch ins Interaktionsmenü gehen und den Passivmodus aktivieren. Und das war im Grunde genommen auch schon der komplette Glitch, denn wenn ihr den Passivmodus aktiviert habt, dann müsst ihr diesen einfach nur noch deaktivieren und das war's dann auch schon. Jetzt müsst ihr einfach nur noch warten, bis unten rechts diese Zeit auf 0 ist, also bis die Zeit abgelaufen ist, bis ihr dann wieder, ja, den Passivmodus deaktiviert habt, und dann senkt ihr auch schon hier durch diesen Waggon durch und jetzt slidet ihr auch hier schon hinter dem Zug hinterher und jetzt habt ihr diesen Skateboard-Glitch auch schon aktiviert. Also wirklich extrem einfach durchzuführen, ihr braucht dafür auch keine Hilfe von Freunden und es ist echt ziemlich lustig gemacht, wenn man somit einfach über die komplette Map slidet und andere Spieler sehen das auch so, also die werden sich auf jeden Fall wundern, was da bei euch schief läuft, weil es einfach so aussieht, als würde man Skateboard fahren. Ist wirklich extrem lustig und ich denke mal, dass man mit diesem Glitch auch einige funny Moments durchführen kann und ja, wie schon am Anfang gesagt, wenn man eben mit diesem Skateboard-Glitch auch noch die richtigen Stellen trifft, dann schwebt man auch noch über die Map und ist auf jeden Fall extrem lustig gemacht. Ich kann es jedem von euch nur mal empfehlen, das war im Grunde genommen auch schon der komplette Glitch, also es ist echt ziemlich einfach. Ich kann euch für diesen Glitch nur noch empfehlen, das im Blaine County Gebiet zu machen, also eher im Norden der Map, nicht gerade in der Stadt, weil man dann oft an Sachen dran stößt und wenn man eben an Sachen dran stößt, dann kann man eben sehr leicht aus diesem Glitch rauskommen. Man darf sich nämlich mit diesem Glitch auch nicht bewegen, denn wenn man sich bewegt, das seht ihr jetzt, dann ist dieser Glitch auch schon deaktiviert und ihr fallt wieder auf den Boden. Ja Leute, dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihm so ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein Leute, euer Crymax.